Das Schwein, was hier stellvertretend für alle Schweine darauf aufmerksam machen will, dass wir keine Ware sind und nicht eingesperrt werden möchten. Und angesichts dieser Ruhe hält sich das natürlich mit den Leuten, die von außerhalb zur Unterstützung kommen wollten, in Grenzen. Aber das kann man verstehen, man muss ja nicht sinnlos Aktionen bringen, wenn die Baustelle bereits ruht. Natürlich ist es so, dass im Außenbereich sehr wohl vorbereitende Arbeiten ohne Genehmigung erlaubt wären, bis zu einer Grundfläche von 300 Quadratmetern. Im Innenbereich sind es 30 Quadratmeter, im Außenbereich 300 Quadratmeter. Wir haben hier eine Fläche, die bearbeitet wurde von ungefähr 20.000 Quadratmetern. Und daneben zu stehen und zu sagen, das ist keine Baustelle, diese Erdarbeiten, die hier stattfinden, das ist nur Baufeldfreimachung, das ist Verhöhnung von Leuten, die diese Baustelle live erleben. Und das nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen, ist Unrecht. Und die Minister haben dieses Unrecht wissentlich gedeckt. Und mit dieser Kumpanei mit dem Investor haben wir Schluss gemacht. Ich denke, dass hier so viel schiefgelaufen ist in Sachen Demokratie, das geht eigentlich überhaupt nicht. Man kann doch nicht eine Anlage genehmigen, wenn ein Gemeindevertreter mit abstimmen darf, dem das Grundstück gehörte. Und da legt niemand Protest ein und das Gerichtsverfahren ist heute 2,5 Jahre später immer noch nicht angeleiert. Oder der Investor muss diese Riesenanlage um 0,5 Kilometer verlegen, wo er sowieso nur 1 Kilometer Umweltverträglichkeitsprüfung machen musste. Und da muss er nicht mal eine neue Prüfung machen. Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Die Dame, die das genehmigt hat, geht jetzt in Rente. Das ist das gleiche wie in Medo. Der hat das an seinem letzten Tag vor der Rente genehmigt. Da versteht man die Welt nicht mehr. Hier wird so viel kaputt gemacht. Ich glaube, dessen sind sich die meisten hier noch gar nicht bewusst. Das Treiben auf dieser Baustelle nicht unbeobachtet und nicht ohne scharfe Kommentierung bleiben wird. Wenn er geglaubt hat, dass er hier in der tiefsten Provinz in Ruhe, in Kooperation, freundlich gestimmt der Behörden sein Ding durchziehen kann, dann hat er sich getäuscht. Wir werden ihm weiter, wo immer es geht, auf die Finger schauen.